Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mototech. Wir waren ja in letzter Zeit jetzt ein paar Mal mit Motorrad. Mich ein paar Mal auch etwas aufgeregt. Ich bin auf jeden Fall nicht der schnellste Nordschleifenfahrer. Ich bin jetzt nur ein paar Runden Nordschleife gefahren, deswegen bitte kritisiert mich nicht wegen Linie, Bremspunkten und so weiter und so fort, sondern wir wollten euch einfach mal zeigen, wie das so aussieht. Vielleicht, dass das Motorradpublikum auch mal sieht, wie so eine Nordschleifenrunde aus dem Fahrersitz seines Autos aussieht. Und ja, wünschen euch schon mal viel Spaß bei diesem Mittwochsvideo. Bis denn. Was wird das für ein Video? Es wird jetzt ein Nordschleifen-Video, aber wir sind gerade bezüglich des richtigen Motorsports etwas im Hintertreffen, weil die ganzen Leute von der Formel 1 hier auf Rückreise sind und man deswegen nicht vom Parkplatz runterkommt. Aber wir würden euch heute gerne mal mitnehmen auf eine Runde Nordschleife im Auto und ja, mal gucken, wie dieses ganze Fahrzeugthema auf vier Rädern so funktioniert. Und mit was fahren wir? Wir haben hier einen 325i E90 von Ringfreaks aufgebaut. Komplett leeres Fahrzeug, Löschanlage, Data Recording, Öl ins Fahrwerk, Bremse ein bisschen optimiert und gründliche Vermessungen, Semi-Slicks. Also so ein gutes Basisauto für Nordschleife, gerade auch für mich, weil zu viel Leistung ist jetzt hier halt zum Lernen absolut nicht gut. Man sollte sich was nehmen, was einen nicht überfordert und wo man viel Schwung mitnehmen muss, damit man die Linie eben vernünftig lernt. Weil dieses Auto bestraft jedes Mal Gaslupfen, gerade jetzt an den schnellen Stücken, Kesselchen und so weiter, bestraft das rigoros. Also wir sind da teilweise bergauf im vierten Gang am Drehen und der Motor schindet sich und wird man nachher vielleicht auch sehen auf dem Video. Jetzt fahren wir mal drauf und dann ein bisschen Temperatur in den Eimer bringen erstmal. Er wärmt jetzt nicht so viel, ne? Doch. Es muss mindestens so werden wie gerade eben.
wir mal, dass hier die ganze Geschichte, ja, schon vorbei, die Geldphase. Das auf der Nordschleife. Shit happens, ja. Schwer auf der Straße, verdammt, ich komme.
gelb und Arschloch geprägt. Man merkt ja, richtig das Hacke. Gewicht hinten, Alter. Das ist auch was Neues für mich. Ich bin noch nie mit 4 Mann gefahren. Richtig eingemalt! Ja, alles.